tiefer. Sam Bridges. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte Angst, du würdest zu spät kommen. Im Grunde hatte ich in letzter Zeit ständig Angst. Mich haben diese Visionen geplagt, die ihr an Doomsleidenden seht. Dieser Ende-der-Welt-Kram. Ich hab die Albträume auf die Erschöpfung geschoben. Chirale Kontamination kam mir nie in den Sinn. Gut, dass die selbstmörderische Phase noch nicht begonnen hatte. Sterben ist keine Option. Meine Forschung ist nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Es ist nicht nur mein Leben, das du hier rettest, sondern auch mein Lebenswerk. Hatte mich gefragt, ob die Medikamente je ankommen würden. Du bist wohl wirklich gut in dem, was du tust, hm? Vielen Dank. Oh, ja. Na schön. Wärst du so frei? Bin ich Teil der UCA und habe Zugriff auf eine Fundgrube historischer Forschungsunterlagen. Jetzt sollte es einfacher sein, diesen Fossilienstrand zu erforschen. Vorausgesetzt, ich kann beweisen, dass er das ist, was ich denke. Ich freue mich aber auch darauf, unsere eigenen Ergebnisse zu teilen. Kannst du glauben, dass chirale Ablagerungen in 65,5 Millionen Jahre alten Schichten gefunden wurden? Der Beleg für einen gestrandeten Tod in der Urzeit. Schon lange, bevor der Mensch auftauchte, gab es auf der Erde Chiralium. Diese Schicht ist der Beweis. Sieh dir das an, Sam. Siehst du diesen schwarzen Riss da? Wir halten ihn für den Ursprung des gemessenen Chiraliums. In ferner Vergangenheit haben Erdbeben Reibungswärme entlang von Bruchlinien verursacht. Dadurch sind Schichten aus Pseudotachylit entstanden. Wir nennen diese Schichten Erdbebenfossilien. Entsprechend könnte man unseren Riss hier als Fossilienstrand bezeichnen. Dass ausgerechnet diese Schicht Chiralium enthält, kann kein Zufall sein. Das deutet stark darauf hin, dass beim Kreidepaläogen-Aussterbeereignis Strände aufgetaucht sein müssen. Und nicht nur da. Das chirale Netzwerk hat Daten gerettet, nach denen man in Schichten, die mit anderen Aussterbeereignissen korrespondieren, ähnliche Fossilienstrände fand. Es scheinen also bei den großen fünf und allen anderen großen Aussterben Strände aufgetaucht zu sein. Dank der Erweiterung des chiralen Netzwerks konnten wir in diesen verstreuten Datenpunkten ein Muster ausmachen. Du hast unsere Forschungsprojekte vorangebracht und dafür gesorgt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alles Verlorene wiederherstellen und alle verbliebenen Rätsel lösen können. Aber das ist erst der Anfang. Sam, wenn du das zu Ende bringst, könnten wir bestimmt viel neues Wissen erlangen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Setze autonomen Lieferbot ein.
Einschränkung aufgehoben. Wird geliefert.
Besten Dank, mein Freund. Dank dir können wir die Grabung endlich fortsetzen. Ich schwöre dir, dieser Ort ist selbst ohne Erstickungsangst schon schlimm genug. Das weißt du natürlich. Du hast ihn ja transportiert, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie. Du kannst so lange das chirale Netzwerk einrichten. Jedenfalls muss ich dich um etwas bitten, Sam Bridges. Ein lokaler Bote sollte etwas sehr Wertvolles herbringen. Er hat es aber unterwegs verloren. Es handelt sich um einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten, der ihm zufolge noch lebendig aussieht. Er ist wohl in einem zuvor unter einem Gletscher verborgenen Geröllfeld über ihn gestolpert. Aber es kommt noch besser. Laut seiner Aussage verfügt dieser Ammonit über eine Nabelschnur. Eine Nabelschnur? Ich bin zwar eher skeptisch, aber das Exemplar muss untersucht werden. Und das überlasse ich keinem Amateur. Also habe ich ihn gebeten, ihn einfach in der kompletten Gesteinshülle zu mir zu bringen. Natürlich wollte ich den Ammoniten mit Gleichaltrigen aus der Gegend vergleichen. Deshalb ließ ich ihn mehrere davon ausgraben, zusätzlich zu dem, von dem er mir erzählt hatte. Aber was macht dieser Vollpfosten? Er verliert die ganze Lieferung. Er war noch nicht mal so pfiffig, den Behälter zu kennzeichnen, der den Ammoniten mit der Nabelschnur enthält. Die Fracht soll im Gebiet südwestlich von hier verloren gegangen sein. Dort bilden sich häufig giftige Gase. Und dann behauptet der Typ noch, sein Frachtscanner sei kaputt und er könne die Lieferung nicht bergen. Aber du kannst ihn bestimmt aufspüren. Zum Schutz vor den Dämpfen bekommst du eine Sauerstoffmaske von mir. Sicherheitshalber. Bekommst sie, wenn du den Auftrag annimmst. Dieses Fossil könnte eine epochale Entdeckung bedeuten. Es gibt zwar lebendgebärende Fische, aber ein Ammonit mit Nabelschnur ist gänzlich unbekannt. Und ist er tatsächlich 200 Millionen Jahre alt, fällt das mit dem Aussterben an der Trias-Jura-Grenze zusammen. Das ist ein weiteres von den großen fünf. Könnte die Nabelschnur mit dem Strand verbunden sein? Wir müssen diese Fracht um jeden Preis bergen. Sie könnte unser Verständnis der Mechanismen des gestrandeten Todes deutlich verbessern. Wir sind so nah dran. So unglaublich nah dran, die wahre Natur des Phänomens zu erfassen. Beeilung, Sam. Dieser Ammonit darf nicht verloren gehen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Eine Sauerstoffmaske, hm? Gute Idee. Die filtert die Luft und du kannst normal weiteratmen. Sie schützt dich nicht nur vor giftigen Gasen. Anstrengungen laugen dich weniger aus, sodass du dein Gleichgewicht leichter halten kannst. Wäre die Akkulaufzeit nicht begrenzt, würde ich dir raten, sie ständig zu tragen. Das ist sie aber. Deshalb tu das nicht. Auftrag zugewiesen.
Waffeneinschränkung aufgehoben. Verstand schön. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Das ist ein guter Tag. Wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Geliefert.
hast ihn gefunden. Lass mal sehen. Ich muss ihn sehen. Meine Güte. Er ist wirklich makellos erhalten. Fast schon unheimlich. Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Und ja, sie enthielt tatsächlich einen Ammoniten mit einer echten Nabelschnur. Ich habe Hartmann über das Netzwerk schon einige Bilder und eine vorläufige Analyse geschickt. Interessanterweise enthielten die umgebenden Schichten Spuren von Teer, was eine seiner Theorien untermauert. Wie dem auch sei, ich weiß, du hast diesen Ammoniten gerade erst hergebracht, aber ich möchte, dass du ihn einer Kollegin zustellst, einer Evo-Devo-Biologin. Sie interessiert sich seit geraumer Zeit für Teer. Und ich glaube, sie würde dieses Exemplar gerne untersuchen. Ziemlich bemerkenswert. Hab vielen Dank. Genauer gesagt, untersucht sie, wie der Teer die Entwicklung verschiedener Organismen beeinflusst haben könnte. Von daher möchte ich dich außerdem bitten, die Teersammler in der Nähe ihres Bunkers zu holen und sie ihr mit dem Ammoniten zu bringen. Es wäre zu gefährlich für sie, sie selbst zu holen. Darum müssen wir diese Aufgabe dir aufbürden. Indem wir ihr helfen, kommen wir den Geheimnissen des gestrandeten Todes vielleicht einen Schritt näher. Die vom Netzwerk wiederhergestellten Daten haben uns schon so sehr vorangebracht. Und wenn du uns weiterhin hilfst, können wir noch mehr erreichen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Wird geliefert. Setze autonomen Lieferbot ein. Auftrag